wie man ganz schnell ein ganz feines, gutes Grillbrot für die Grillfeier machen kann. Das seht ihr jetzt. Wenn ich oft so durch den Supermarkt gehe und ich sehe da diese Fertigprodukte, diese Grillbrote, die schon fertig in Plastik eingepackt sind. Ich habe mir da einmal die Arbeit genommen, habe mir das durchgelesen, was da drin ist. Das ist das Zehnfache von dem, was ihr da liegen seht. Ich frage mich, wozu brauche ich das alles? Wenn ich bedenke, dass ein Grillbrot ganz, ganz einfach zum Selbstmachen ist. Wenn ihr das macht auf einer Grillfeier, seid ihr die Nummer eins damit. Gut, was brauchen wir dazu? Wir brauchen einmal ein Weizenmehl, klassisches Weizenmehl. Wir brauchen ein lauwarmes Wasser und wir brauchen ein Germ und ein Salz. Damit machen wir einen Germteig. Die Zutaten wie Rosmarin, Streusalz und Kümmel, das kommt nachher oben drauf, das wäre es dann gewesen. Was wir noch brauchen, ist entweder einen Backofen, einen Griller oder eine offene Feuerstelle. Bei uns wird es heute das dritte sein, wir werden es auf einer offenen Feuerstelle machen. Als erstes einmal werden wir alle Flüssigkeiten für den Teig zusammenmischen. Das heißt natürlich das Wasser. Das Wasser ist lauwarm, es ist fingerwarm. Wenn ich reingreife, spüre ich weder kalt noch warm. Das ist dann die ideale Temperatur, nämlich für die Germ, für die Hefe, die ich da reingib. Und die werde ich jetzt einmal auflösen da drinnen. Nachdem sie sich aufgelöst hat, kann ich das Salz schon reingeben. Kommt schon das Mehl. Das Mehl siebe ich wie immer in meinen ganzen Videos, siebe ich das Mehl rein. Deswegen, es könnte ja irgendwas noch in der Mehl, von der Mehlproduktion drinnen sein. Von einem Schrauberl bis zu eben Weizenkörner. In dem Fall ist nichts drin, aber manchmal war schon was drinnen. So, und das Ganze machen wir jetzt, werden wir jetzt zu einem Teig verarbeiten. Am Anfang in der Schüssel und dann nehme ich es raus. Ihr könnt natürlich dazu auch eine Maschine verwenden. Aber wie gesagt, ich verwende da nie eine Maschine. Ich mache das mit der Hand die paar Minuten und das funktioniert ganz gut. So, nachdem das Mehl jetzt gebunden ist da drin mit der Flüssigkeit, können wir es schon einmal rausnehmen und auf der Tafel weiter verarbeiten. Dafür lege ich mir das alles einmal raus. Und mache dann einfach mit der Hand weiter. Ihr seht, das ist ein wunderbar weicher Teig. Der ist ideal nachher zum Verarbeiten. Und jetzt schaue ich einmal, dass ich das ganze restliche Mehl noch einbinde und dann wird ordentlich geknetet. So geht es jetzt weiter, bis der Teig schön wirklich glatt wird. Das Ganze dauert ca. 5 bis 7 Minuten, wenn wir das jetzt gut kneten. Dann sehen wir uns wieder. Nachdem ich jetzt den Teig wunderbar glatt geknetet habe, er schaut ganz toll aus, genau so muss der aussehen. Gehen wir her, nehmen wir wieder die Schüssel, wo wir den Teig gemacht haben. Ich habe da ein bisschen so ein Mehl zum Stauben, das gebe ich da rein. Und lege jetzt diesen Teig einfach rein. Was machen wir jetzt? Der muss jetzt rasten. Der muss sich jetzt wirklich entspannen, ca. 40 bis 45 Minuten. Das ist das Einzige an diesem Rezept. Das ist die einzige Wartezeit, aber es geht nicht ohne, der Teig muss einfach rasten. Dazu nehme ich dann ein feuchtes Tuch, das lege ich da drauf. Und jetzt an eine warme Stelle, entweder ihr könnt es schon zu dieser Feuerstelle stellen, zum Griller hin, oder wie in meinem Fall, ich stöße ins Backrohr rein bei ca. 40, 50 Grad, lasse es einfach dort drinnen bei dieser Temperatur rasten. Und wenn das soweit ist, dann sehen wir uns wieder. Unser wunderbarer Teig, er ist wunderbar aufgegangen, wenn man sich das anschaut, ganz herrlich. Er ist jetzt doppelt so groß als wie vorher und genau das soll es sein. Ofen ist abgedreht, jetzt geht es weiter. Jetzt werden wir einmal ausrollen. Dafür lege ich mir da jetzt einmal ordentlich Mehl drauf und werde diesen Teig ganz einfach da auslegen. So, das brauche ich nicht mehr, das lege ich auf die Seite. So, und jetzt sind wir auch schon fast fertig, muss ich sagen. Der ist gut eingemehlt. Und jetzt gehen wir her mit einem Nudelwalker oder einem Rollholz, so heißt es bei uns, Nudelwalker. Werden wir den einfach ein bisschen locker ausrollen. In circa, würde ich jetzt einmal sagen, so 5 mm Stärke. Das wäre es dann schon gewesen. Da mache ich einigermaßen ein Viereck, damit ich mir da wirklich
solche Stangenbrötchen abschneiden kann. So soll das am Ende ausschauen. So. Sieht man hoffentlich gut in der Kamera. Ein bisschen noch runter. Ja, so. Jetzt gehen wir her und wärmen es mit so einer, ich habe mir da so eine Wassermehlmischung gemacht. Und mit dem werde ich das jetzt einfach bestreichen, damit nachher das Ganze, was zum Streuen drauf kommt, auch gut haftet. Herrlich, so ist es. So, jetzt kommt eins nach dem anderen rauf. Jetzt streue ich das einfach so rauf. Wie gesagt, ich habe einen frischen Rosmarin, ich habe den im Garten, ich habe den gerade fein gehackt. Und der Duft von diesem Rosmarin, wenn er frisch ist, ist wirklich enorm. Denn entweder man liebt ihn oder man liebt ihn nicht. Ich bin fürs Erste, er ist wunderbar. Jetzt kommt noch der Kümmel drauf. Den verteilen wir auch ganz locker darauf. Am Ende geben wir noch das Salz. Ich in dem Fall habe so ein grobes Flockensalz. So schaut das aus. Eigentlich fast fertig. Und jetzt schneiden wir es noch in Stücke. Ich gehe da am liebsten hin und schneide das so handgerechte Stücke einfach runter. Und einmal dann noch in der Mitte, damit man das wirklich in der Hand halten kann. So, jetzt noch einmal in der Mitte durch. Die Größe, ob kleiner oder größer, ist da vollkommen egal. So, jetzt gehe ich her. Ich werde das noch einmal auf ein etwas kleineres Brett schlichten, so wie da. Da staube ich noch einmal ein bisschen was drauf. Und jetzt lege ich mir da diese einzelnen Brote einfach rauf. Und damit kann ich dann zum Griller gehen oder in dem Fall zur Feuerstelle, die ich schon vorbereitet habe. Wir sehen uns dann nachher beim Feuer draußen. So, jetzt sind wir bei der Feuerstelle. Ich habe da schon angefangen. Jetzt lege ich die nächste Partie rauf. Das dauert nicht lang. Ich habe mir da so eine kleine heißere Zone gemacht, wo es ordentlich heiß ist. Dann habe ich mir da schon welche hergelegt. Die sind schon fertig. Das Ganze muss relativ rasch laufen. Man schaut, die kriegen gleich eine Farbe, dass sie nicht schwarz werden. Sie sollen nur den Grillrost drinnen haben, so wie man das da sieht jetzt. Und in 2-3 Minuten ist das Brot fertig. Wie gesagt, das Ganze geht auf einen Griller genauso. Gasgriller, Kohlegriller, geht das alles ganz gleich. Gut, meine Lieben, das war's gewesen. Ihr seht, so ein Grillbrot ist jetzt nicht wirklich eine Zauberei. Bevor ich mir sowas im Supermarkt in Plastik kaufe, mit all seinen Konservierungsstoffen und so weiter, gehe ich lieber hin und mache mir sowas in ein paar Minuten selber und werde sehen, es zahlt sich aus. Ich hoffe, dass euch so gelingt wie mir, vor allem, dass euch so schmeckt wie mir und ich wünsche euch alles Gute dazu. Tschüss!